بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir haben letztes Mal also der Mensch gehabt. Woraus besteht der Mensch? Also Körperteile und so weiter. Wir haben also رأس. هذا رأسي. وجه. هذا وجهي. عين. عين. هذه عيني. أذن. هذه أذني. أنف. هذه أنف. هذا أنفي. فم. هذا فمي. لسان. لسان. هذا لساني. يد. هند. هذه يدي. رجل. باين. هذه رجلي. Also, das ist mein Hand und das ist mein mein Bein. Sadrun, Brust. Hada Sadri, Dhahrun. Hada Dhahri. Und weiter, also zwei Formen von einer Sache auf Arabisch. Ainun, mal zwei, Ainan. Also man hat diese Alif und Nun am Ende gemacht. Bekommt man. Diese Sache heißt Muthanna, also zwei. Das kommt von Ithnain, Muthanna. Man benutzt entweder Aleph und Nun oder Ja und Nun. Und wie gesagt, das hängt vom Kasus, entweder Akkusativ oder Dativ und Genitiv. Also bei Nominativ, Aleph und Nun, Akkusativ, Dativ, Genitiv, Ja und Nun benutzt man. Also, في حالة الرفع هايس نوميناتيف الرفع أكوزاتيف داتيف جينيتيف النصب والجر أزو أكوزاتيف نصب هايسس داس إندت ميت إنت دار ياء النون أو دا أليف النون أزو يدن أين هاند سواي يدان أليف النون من macht ein Alef und Nun am Ende. Isbaun, ein Finger. Asabion, also Mehrheit. Isbaun, zwei Finger. Asabio Ledi, Hans Finger. Oder ja, Hans Finger. Asabio Rijli oder Al-Qadam, also hier oder. Wie gesagt, das ist Ar-Rijl. Diese ganze Sache ist Ar-Rijl. Und nur das, dieses Teil, heißt Al-Qadam. Al-Insan, Al-Qalb, Al-Ra'as, Al-Insan, der Mensch, Al-Qalb, das Herz, Al-Ra'as, der Kopf, oder das, der Kopf, das Kopf, keine Ahnung. Dann haben wir die fünf Sinne gehabt, Al-Hawas Al-Khams. Die Mehrheit, also Al-Hawas ist Mehrheit, die Sinne. Das Singular von dieses Wort ist Hasse, Hasse. Man sagt Hassatul Basari oder Sehen, Sehsinn, Al-Nazar, Hassatul Basar, Al-Nazar. Als Verb sagt man Ra'a bil'ayni, der hat mit dem Auge geguckt oder gesehen. Als Adjektive und Adverbe sagt man Qarib in der oder nah und Ba'id, weit oder ja weit. Jamil sagt man auch schön und hässlich Qabih. Zweiter Sinn ist der Hörsinn, Hassatus Sama. Als Verb sagt man Samia bil Uduni, er hat mit dem Auge, mit dem Ohr gehört. Als Adjektive und Adverbe sagt man also Ali, also eine Stimme ist hoch oder laut, Ali. Munchafid, leise. Man sagt Assautu al Munchafidu.
dritte Sinn ist Hasatu Asham, Riech, Sinn. Also als Verb benutzt man, sagt man, Shamma bil Anfi. Shamma bil Anfi. Er hat mit der Nase gerichen oder gerochen. Als Adverb, Adjektive sagt man Atirun, also hat einen gemütlichen Geruch oder so. Und Kerihun, also hässlicher Geruch. Also wohlriechend, überriechend. Atirun, wohlriechend. Kerihun, überriechend. Übelriechend. Die vierte Sinn ist Tastsinn. Man sagt also als Verb Lamasa Bilyadi. Er hat mit dem Hand getastet oder gefasst sozusagen. Als Adjektive sagt man Bared und Sachen, also Bared kalt, Sachen heiß. Oder sagt man Naim oder Khashin. Naim, fein, Khashin ist grob. Fünfte Sinn ist Hassatu Zawqi, also Geschmackssinn. Als Verb sagt man Dhaqa Billisani, hat mit der Zunge geschmeckt. Ja. Also Adverb und Adjektiv benutzt man Hulu. Hulu ist süß, Hamid, sauer, Malih, salzig und Mor, bitter, glaube ich. Ja, bitter. Mor, also bitter, Mor. Heute werden wir also alle einzelnen Sinne, ein paar Beispiele dafür haben. Wir fangen mit erster Sinn, also Nummer 1. Hassatu. Al-Basari. Wie gesagt, als Verb sagt man Yara Bilaini oder wir benutzen ein Personalpronomen als Beispiel, so hier, kein Beispiel. Ana Ara. Ana Ara, ich sehe. Wir haben einen Dialog oder einen langen Text sozusagen. Mada als Frage, Mada. Mada. Was war Mada? Also was? Was als Fragewort, was? Ma und Mada waren Fragewort. Ma hada, hat man gesagt, also ma hada, ma oder ma hada, also ma hada. Die Vokalzeichen. Ma hada, tara oder ma hada, also das bedeutet was. Ana ara al masjida al qariba, also das ist eine Frage. ماذا ترى؟ Was siehst du? ماذا ترى أنت؟ Also als personal pronomen, weil das fängt mit تا. Hier ist also أنت ترى. Das ist eine Verbkonjugation. Man lernt das später, also vielleicht, wenn wir die Verben haben. ماذا ترى؟ Als Antwort, also du, die Antwort wird. Das ja genau, Personalpronomen wird zur Anna. Ich, Anna, Ara,
أرى المسجد القريب. أنا also ich sehe die nahe Moschee. Also ich sehe die Moschee, die in der Nähe ist. Also die nahe ist. أنا أرى المسجد القريب. ماذا ترى؟ أنا أرى المسجد القريب. Weiter, also noch eine Frage. Also hier im Buch steht, also der Satz macht weiter. أنا أرى المسجد القريب. المسجد القريب و Also diese war und du kannst schreiben, was du willst, was du kennst, was siehst du. والشجرة البعيدة. والزهرة والزهرة الجميلة. Also أنا أرى المسجد القريب. Ich sehe die nahe Moschee. والشجرة، الشجرة، was ist الشجرة؟ باوم. والشجرة، also شجرة، باوم. والشجرة البعيدة. قريب ist nah، بعد gegenteil ist weit. Also والشجرة البعيدة، البعيدة، و الزهرة والزهرة بس الزهرة لا ولا الروزة والزهرة الجامي مومنت لا والزهرة الجميلة. Also والشجرة البعيدة، بعيدة دي weite also das Baum das weite Baum. والزهرة الجميلة دي schön also جميل schön. الجميلة والزهرة الجميلة also دي schöne Blume oder Rose. Du siehst das gut, oder? Also, in أنا أرى hier. ماذا ترى؟ Was siehst du؟ أنا أرى المسجد القريب والشجرة البعيدة والزهرة الجميلة. Und du kannst was anderes schreiben, also was du siehst. والسيارة الكبيرة und das große Auto. Sehen, also als حاسة البصر, also sehen. Als نومن und يرى يرى oder das ist das Verb also sehen ist die نومن das Verb ist يرى oder أرى أنا أرى also das hängt vom Personalpronomen du kannst أنا أرى هو يرى هي ترى أنت ترى أنت ترين und so weiter noch ein also noch ein Antwort أنا أرى الجبل والوادي والبحر والسماء أنا أرى الجبل
والوادية والبحر والسماء. Also hier, was siehst du? Ohne Adjektive. Ich sehe der Berg, den Berg. والوادي, also الوادي, Moment. Genau, ja, das Tal. والبحر, also das Meer, والسماء und den Himmel. أنا أرى الجبل. Die Vokalzeichen, ich vergesse die. أنا أرى الجبال والوادي والبحر والسماء. أنا أرى الجبل والوادي والبحر والسماء. Nee, also den Himmel. Sama. Nee, nee, die Mehrzahl Samawat oder Samaat. Hier ist die Wassamaa, das ist Akkusativ. Ana ara Wassamaa. Bis Samai, das wird, wie heißt es, Dativ sein, also Majrur mit Kasra. Wenn das mit Kasra beendet, das heißt, das ist Majrur, Genitiv. Aber hier ist die Akkusativ, also Maf'ul bihi, Wassamaa, oder Ma'atuf, weil das. Dazwischen gibt es ein Wow, das heißt Atuf. Also Ana Aral Jabala hier, als merke, Jabala endet mit Fatha. Und Wa ist Harf Atuf. Also was nach Wow kommt, muss gleich wie gleiche Situation, also grammatische Situation haben wie Al Jabal. Al Jabala ist Maf'ul bihi, Maf'ul bihi, also Akkusativ und endet mit Fatha. الوادي muss mit Fatha enden, والبحر auch mit Fatha, والسماء. Und الجبل ist einzel, singular also. Die anderen auch, singular, singular, singular. Keine Mehrheit. Also das ist die Funktion von Wow. Wow. Ana ara ar-rajula was-sabiya zum Beispiel. Ich sehe den Mann und der Junge, den Junge. Weiter. ماذا ترى؟ Du kannst also eine bestimmte Frage fragen. Was siehst du in den Himmel? ماذا ترى في السماء؟ Was siehst du in den Himmel? ماذا ترى في السماء؟ Also als Antwort sagst du hier bei uns Anna, ich. Also wie gesagt, wenn du hier du, was siehst du? Die Antwort kommt also mit ich, Anna, als Personalpronomen. Anna ara Ash-Shamsa. والقمر والنجوم مومنتي اشرب ماين ميم Also was normalerweise man im Himmel sieht. In den Himmel sieht. Anna ara Ash-Shamsa wal-Qamar. Was ist Ash-Shams? Ja, wal-Qamar wal-Qamar wal-Nujum. Also wal-Najm, Najm, was ist Najm? Stern, also Nujum ist die Mehrheit. Nee, also wal-Nujum, genau. Ja, genau. والنجوم, Moment. والنجوم. Also das kann Mehrheit und Singular sein. Ja, genau.
أنا أرى الجبل والوادي. Also, ich glaube, das war, hat die Funktion nur die grammatikale Situation, also nur Akkusativ, weil das endet mit Fatha. أنا أرى, ich sehe die Sonne والقمر und den Mond والنجوم und die Sterne. النجوم ist die Mehrheit von النجم. Also Najm ist Singular, ein Stern sozusagen. Das sind mehr Sterne. النجم. أنا أرى الشمس والقمر والنجوم. Noch eine Frage, also ماذا ماذا ترى؟ في البحر. Was ist das? Was kann das sein? ماذا ترى في البحر؟ Was ist البحر؟ Meer. Also die Frage ist, genau. Was siehst du im Meer? Als Antwort, Anna Ara Assufuna, also was normalerweise sieht man im Meer? Wal Amwaja. Also ich, Anna, Ara, ich sehe die Schiffe, As-Sufuna, Wal-Amwaja, Wal-Amwaja. Also As-Sufuna, die Schiffe, Wal-Amwaja ist die Wellen im Meer. Also ich sehe die Schiffe und die Wellen. As-Sufuna, also die Mehrheit von Safina, also das ist Mehrheit. Also As-Safina, Moment, mit Alif Lam. Wal-Amwaja, also Al-Mawja, das ist die Mehrheit von Al-Mawja, die Welle. السفينة الموجة موجة also السفينة ist die Anzahl ein Schiff الموجة die Welle أنا أرى السفينة والموجة zweite Sinn Also Nummer 2. Hassatu As-Sam'i. Was war das? Hassatu As-Sam'i. Hörsinn. Also Samia, du weißt es schon, Samia ist mau, gehört oder hat gehört. Anna ist mau, als Verb benutzt man, sagt man, Anna, ich höre, ist mau. Anna ist mau. Was kann man fragen? Also was hörst du? ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟
ماذا تسمع؟ Die Antwort: Das Sauta, also normalerweise, was hört man? Die Stimme, irgendwas, ein Geräusch oder Stimme. Das Sauta. Anna Asma Sauta, das ist also as Sauta ist kurze Antwort. Anna Asma, lange Antwort. Anna Asma as Sauta. Und die Stimme kann entweder laut sein oder leise. Laut ist Anna Asma as Sauta Al-Ali. Al-Ali oder leise Al-Munkhafid. Also das sind die Adverben, Adjektive. Al-Munkhafidah. Vokalzeichen. Ana Asma al-Sauta al-Aliyah. Al-Munkhafidah. Was hörst du? Ich höre also die Geräusche oder die Stimmen, die laut sind, laut oder leise. Und wie gesagt, als lange Antwort sagt man Anna Asmau Assauta Al-Ali. Vokalzeichen Anna أسمع الصوت العالي oder العالية. Du kannst sagen, أنا ich höre die, صوت الطائرة oder صوت القطار, also die Stimme oder das Geräusch von Flugzeug oder von der Bahn. أنا أسمع الصوت Also entweder Al-Ta'ira, das viele Möglichkeiten, also als Antwort, oder Al-Qitar. Sauta Al-Ta'irati oder Sauta al Al-Qitari. Also Sauta Al-Tairati, das ist Genitiv, wir haben das gehabt. Sauta Al-Tairati, Genitiv endet mit Mudaf ilay, also mit Kasra hier, auch hier. Anna Asma, entweder sagst du Anna Asma Al-Sauta Al-Ali hier, oder kannst du entweder diese zweite Antwort sagen, Anna Asma, also statt Al-Sauta Al-Ali sagst du Anna Asma Al-Sauta Al-Tairati, das Geräusch von Flugzeug. Oder صوت القطار أنا أسمع صوت القطار als noch eine Antwort also أنا أسمع الصوت المنخفض أنا أسمع الصوت العالي المنخفضة الصوت المنخفضة أنا أسمع الصوت المنخفض oder hast du noch also صوت المنخفض leise Geräusch oder leise Stimme sagt man also oder sagt man صوت hier steht im Buch صوت الأم also die Stimme von der Mutter الأمي Oder also die Stimme von dem Vater.
صوت الأبي. الأبي. Du kannst auch, also hier, wie gesagt, أنا أسمع الصوت المنخفض. Ich höre die leise Geräusche. Oder leise Geräusche. Geräusch. Das leise Geräusch. Oder sage ich, أنا أسمع, also statt dieses Teil, sagst du صوت الأمي oder صوت الأبي. صوت الأبي. Oder du kannst, also ich höre, was in der Nähe, was nah ist oder was weit ist. Also أنا أسمع, nee, also أنا أسمع من بعيد. Ich kann was von, was in der Weite ganz weit ist, hören. Oder, Moment mal. Also أنا أسمع من بعيد. أنا أسمع من, also entweder من بعيد oder من قريب. Also hier, entweder sagst du, ich kann von, Moment mal, ja, weit nah, steht hier. Also ich sage hier, also ich kann, also ich höre von, fern oder von nah. So. Ana asma'u min qarib. Das hängt vom Kasus ab, also von Situation, was hörst du? أنا أسمع من بعيد, بعيد ولا من قريب. Also das ist auch من بعيد, من بعيد ظرف Adverb. Die dritte Sinn. حاسة الشم. حاسة الشم, also ريش زين, also جروخ زين. Als man sagt als Verb Anna Ashumu, ich rieche. Anna Ashumu. Nehmen, der kann Ashumu. Irgendwas. Als Frage fragt man Mada Tashummu. Was riechst du? Also hier, weil die Personalpronomen, du sagst du Tashummu. Wenn du, also was riecht er? Diese Frage willst du fragen, dann sagst du Mada Yashumu. Also es ist so, alle Verben kann man wie, also wie gleich wie Deutsch, mit alle Personalpronomen konjugieren. Man sagt Ana Ashumu, Anta Tashumu, Anti Tashumina, Hua Yashumu, Hia Tashumu. So unterscheidet sich das Verb je nach Personalpronomen. Mada Tashumu, was riechst du?
Also das war also gleich wie diese Kaf am Ende des Verbs. Kaifa haluka, haluki. Das ändert sich also je nach Personalpronomen. Mada ta shumu. Nee, warum schreibe ich das? Mada ta shumu. Was riechst du? Also normalerweise riecht man die Gerüche oder Raiha. Nun also Raiha, oder das Geruch. Die Geruch oder das Geruch. Der, also der, hier steht der. Arra, e, ha, der. Also man hat auch zwei Möglichkeiten. Entweder wohl riechenden Gerüche oder übel riechende Gerüche. Oder übel riechenden Geruch. Arraiha, al-Atira. الزكية أودا الرائحة الكريهة. العطيرة الزكية زكية ولا الرائحة الكريهة الكريهة. ماذا تشم بس ريشت also man sagt الرائحة العطيرة الزكية oder الرائحة الكريهة. Als komplette Antwort: Anna, Aschummu, Arraihata, Al-Atirata. الزكية. Oder kann also man hat auch andere Möglichkeit, رائحة was bestimmt ist. رائحة الورد. Also die Vokalzeichen أنا أشم الرائحة الرائحة العطيرة الزكية أودر رائحة الوردي. Ich rieche die wohl riechenden Geruch. Ich rieche den wohl riechenden Geruch, also الرائحة العطيرة الزكية. Oder man kann also statt dieses Teil was anderes schreiben. Ana ashumu raihat alwardi. Ich rieche den Duft der Rose. Als andere, also andere Antwort. Was anderes. Ana ashumu الرائحة الكريهة. هذا
رائحتا. الدخان، رائحة الدخان. أنا أشم الرائحة الكريهة. أودر را زو إلى بش فس فس كشريبن. رائحة الدخان. Also ich rieche den übel reichenden Geruch, also Raihata al-Kariha. Und statt das kann man auch was Bestimmtes schreiben. Also ich rieche den Geruch des Rauches. Also Raihata al-Dukhan. Den Geruch des Rauches. Also al-Dukhan ist Rauch. Also neue Sinn oder die vierte, Nummer vier. Hassatu al-Lamsi. Hassatu al-Lamsi, also Tastsinn. Als Verb sagt man ana almasu, ich taste. Ana almasu. Und als Frage hat man also hier mada, was tastest du? ماذا تلمس؟ Also die Antwort hier, الماء. ماذا تلمس؟ الماء. Und das Wasser kann entweder also الباردة kalt sein, البارد, oder heiß, الساخن. Also die Vokalzeichen, الماء الباردة, الماء الساخنة. Also, was tastest du? Also, was fühlst du? Tastest du? Ist es richtig, oder? Ja. Also, alles geht, also, um Tastsinn. الماء الباردة. Also ماذا تلمس؟ Was fühlst du? الماء also Wasser. الماء الوصر. البارد ist kalt, الساخن ist heiß. Als komplette Antwort mit Pronomen, Personalpronomen, أنا ألمس. Moment. أنا ألمس الماء البارد والماء الساخن. أنا ألمس الماء الباردة والماء الساخنة.
Also ich fühle, oder ich taste, nee, taste, fühle, ich fühle das kalte Wasser, das kalte Wasser und das heiße Wasser. Ich fühle das kalte Wasser und das heiße Wasser. الماء أنا ألمس الماء البارد والماء الساخن. Man kann auch, also der Stoff Al-Qumash oder Al-Qumash, ja genau, nicht Al-Qumash. Was ist Al-Qumash? Ja, Al-Qumash. Also Al-Qumash. Und was kann, also als Adjektive? Sagt man. Also Naim, fein oder grob? Fein oder Khashin? Fein, Naim, Khashin, grob. Al-Naim, Al-Qumash, Al-Naim. Oder Al-Khashin. Moment. Also Al-Qumasha. Al-Na'ima. Oder Al-Khashina. Also Al-Na'im ist fein, Al-Khashin grob. Al-Qumash, der Stoff. Als komplette Antwort mit Personalpronomen Anna, also was fühlst du? Anna, ich, Al-Masu. Al-Masu Al-Qumasha. الناعمة والقماشة الخشنة. أنا إيش ألمسو إيش فيلي ألمسو القماشة. Ne, also das ist Akkusativ, nicht Nominativ. Also hier oben, meinst du oben? Ja, im Satz ist Akkusativ, das nimmt nur ein Fatha. Also den Stoff. Al-Qumasha, An-Na'ima, Wal-Qumasha, Al-Khashina. أنا ألمس القماش الناعم. Ich fühle den feinen Stoff والقماش الخشن und den groben Stoff الخشن, also grob. Die fünfte Sinn ist Nummer 5. حاسة الذوق. Was ist الذوق؟ Ja. Also Geschmackssinn. Vokalzeichen. حاسة الذوق. الذوق. حاسة الذوق. Als Verb sagt man Anna Tadoku. Ich Anna Tadoku. Ich schmecke. Ich schmecke Anna Tadoku. ماذا تذوق؟ Also was
Schmeckst du? ماذا تذوق؟ Also, man hat viele Varianten oder Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten. ماذا تذوق؟ Also, das kann Hollow. Was war Hollow? Also, das ist ein süß, ja, genau, Hollow. حلو حلو السكون ايش السكون انا اذوق العسل العسل حلو also حلو ist ein Adjektiv حلو oder Adverb nee. Adverb Adjektiv ماذا تذوق also als Adjektiv حلو was süßes ist Als komplette Antwort zum Beispiel Anna Azuku Al-Asala Also Al-Asala Ich schmecke den Honig sagt man das? Ich schmecke den Honig Ja und was ist als Ana Azuku Al-Asala und als Adverb Adjektiv für Al-Asal sagt man Al-Asalu Hulun Al-Asalu ich schmeck den Honig. Ich schmeck Ana Duko Al-Asala den Honig. Und als Adjektiv, also Al-Asalu Hulun. Der Honig ist süß. Al-Asalu Hulun. Andere Adjektive hat man Hamidun, sauer. Zum Beispiel als Beispiel Anna also ماذا تذوق was schmeckst du Anna أذوق عصير الليموني zum Beispiel was ist عصير nee also حامض ist sauer also was sauer ist also Leimon Leimon bekannt ja Zitrone Asir Asir Leimon Zitronensaft also Asir ist Saft Anna Azuku Asira Al Leimoni Muni man sagt auch Asir Leimoni Hamidun also ich schmecke den Zitronensaft und عصير الليموني also حامض عصير الليموني Also der Zitronensaft ist sauer. Asiru al-Laymuni, Asiru al-Laymuni Hamidun. Man hat auch also noch ein Adjektiv. Malihun. Also Hulwon, süß, Malihun, was ist? Ne, Hamidun ist sauer. Malihun, was ich gerade geschrieben habe.
Es kann, also scharf ist kein Geschmackssache. Man kann das nicht schmecken, sondern also als biologisch. Viel, die sind viel, nicht so viel. Warm. Ja, also ich meine Geschmackssachen, keine. Das warm ist das ist Temperatursache. Malihon ist also kommt von Milch. Milch ist Salz. Salzig. Man merkt das also ganz einfach. Ana azuku als komplette Antwort. Mada tazuku also. Ana azuku. Also das ist Kaf. Ana azuku at-ta'ama. أنا أذوق الطعام. Ich schmeckt das Essen. Man sagt also الطعام als Adjektiv. الطعام مالح. Das Essen ist salzig. الطعام مالح. Noch also ein Adjektiv Murrun. Also zwei Buchstaben. Murrun. Moment mal. Also Murron, bitter, Murron, zwei Buchstaben wie gesagt. Ana Azuko Lubbel Mushmushi. Ana Azuko Lubbel Mischmischi. Komisches Wort. Moment. Vokalzeichen. Ana aduqu lubba al mischmischi. Also al mischmisch. Moment. Al-Mishmish ist Aprikose. Lub al-Mishmish, also das Kern von Aprikose. Lub. Lub, Qishra. Qishra ist also Schale. Oder Lub ist Kern. Ana Aduko, ich schmecke Aprikosenkern, also den Aprikosenkern. Und also wenn man Pech hat, dann hat man also einen bitteren Aprikosenkern gehabt. Sagt man Lubbul Mushmushi Al Mishmishi Afon. Murrun. Lubbu Al Mishmishi Murrun. Also Murron, bitter. Ana Azuku, ich schmecke den Aprikosenkern Lubbu al-Mishmishi. Lubbu al-Mishmishi. Ja genau. Und sagt man also Lubbu al-Mishmishi Murron, die Aprikosenkern ist bitter. Wir sind fertig also mit dem mit den Sinne. Ich weiß nicht, ob wir das weitermachen.
الفعل الماضي ايش كان؟ هاست دو سايت؟ نويس تيما ان ويشتيجست تيما. Also الفعل الماضي das Präteritum beziehungsweise Vergangenheit. الفعل الفعل الماضي الفعل الماضي Also das Verb normalerweise besteht aus drei Buchstaben. Fast. Jedes Verb in arabischer Sprache besteht aus drei Buchstaben und jedes Verb also kann man also gleich wie also Verb auf Arabisch heißt Fi'l. Und Fi'l besteht auch aus drei Buchstaben Fa, Ein, Lam. Also الفعل oder فعل also فعل فعل das heißt also diese فعل heißt also Gewicht oder Wesen heißt es also jedes Verb wie gesagt kann besteht aus drei Buchstaben Und man kann also vergleichen. Zum Beispiel sage ich Kataba. Kataba. Also Kaf ist gleich wie Fa. Also vom grammatisch gesehen, diese Sache. Ist keine Bedeutung oder nicht so logisch auch. Ta ist ein. Also in der Mitte und ba ist am Ende. Nimm einfach ein anderes Verb, zum Beispiel akala. Akala, also akala. Alif ist fa, kaf ist ein und lam ist lam. Also jedes Verb, wie gesagt, besteht aus drei Buchstaben. Und Das heißt وزن وزن الفعل وزن وزن الفعل كتب فعل und فعل ist in Vergangenheit also الماضي wenn wir zum Beispiel später فعل مضارع also presence haben dann يفعل wird also فعل zur يفعل manchmal der فعل مضارع also يفعل besteht aus vier Buchstaben يفعل ياء فاء عين لام also das kommt später inshallah يفعل aber hier فعل فعل ماضي wenn ich sage فعل das heißt das Verb ist in Vergangenheit كتب أكل قال مشى ركض alle Verben also sind in Vergangenheit weil die besteht also einfaches Form vom Verb فعل auf Das hat das Gewicht vom Fa'ala, Wazn Fa'ala heißt es. Also Al-Fa'al al-Madi, Kataba, wir werden das konjugieren mit den Personalpronomen, die wir gehabt haben, also und im Singular. Also Kataba hat geschrieben. Also Nochmal. كتب im Singular هو mit Personalpronomen also هو هي also هو هي زي أنت Man sagt hua hua also hier anta
Man sagt, هو كتب. Hat geschrieben. Also, هو كتب. Moment, also, hier ist ein extra. هو كتب. هي كتبت. Moment. هي كتبت. Sie hat geschrieben. كتبت. أنت كتبت. كتبت. Also einfaches Form vom Verb, man merkt das, also das ist huwa kataba. Das kommt immer mit huwa. Huwa fa'ala, also hier, huwa fa'ala, huwa kataba. Dann hier, die hier hat immer am Ende was Besonderes, diese ta. Also diese ta mit Sukun. Das heißt, Ta'anis ist Sakina, also die endet immer mit Sukun und die kommt immer mit hier beim Vergangenheit, also Fa'l Madi. Man sagt hier Katabat, sie hat geschrieben. Anta, also diese Ta ändert sich, also gleich wie bei Kaf. Kitabuka, Kitabuki und so weiter. Also, früher gehabt, also mit Personal, das ändert sich je nach Personalpronomen. Anta katabta, also auch diese Ta. Aber hier bei Anta heißt es Ta al-Fa'il al-Mutaharrike. Al-Mutaharrike heißt es mit Haraka, hat eine Haraka. Hier hat eine Sukun. Sukun ist kein Haraka, keine Bewegung, also kein Vokal. Hier heißt es Ta al-Ta'anis al-Sakina und hier heißt es Ta al-Fa'al al-Mutaharrika. Mit der Zeit lernt man das ganz einfach. Also, was man merken muss, also dass bei hier endet mit Sukun, bei Anta endet mit Fatha. Und wenn man also die andere Personalpronomen schreiben, Anti, also nur merken, dass diese Ta ändert sich, also diese Haraka am Ende ändert sich. Dann kann man auch beim Verb gleiche Sache merken. Anti, was kann das sein? Also, welche Haraka die Ba hat am Ende? Die Ba, nicht die Ba, also ich meine die Ta. Also anti katabti. Wie gesagt, also diese Ta, also gleich am Ende. Hier hat kein Ta, deswegen hat man also mit Sukun beendet, sozusagen. Hier, weil diese Ta endet mit Kasra, auch diese endet mit Kasra, also diese Ta am Ende. Anti. Also anti katabti. Hier katabat, sie hat geschrieben. Anta katabta, du hast geschrieben. Anti katabti. Ne, hua kataba. Hua ist ohne Endungen. Und was noch? Also noch ein Personalpronomen. Anna. أنا كتبت. Also bei Anna endet mit Bamma. كتبت.
Also bei Anna zu merken, also dass das endet mit Dhamma, mit dieser Dhamma. Also bei den anderen entweder mit Kasra oder Fatha, also hier Kasra und hier Fatha, oder mit Sukun bei hier. Und Hua hat keine Endungen, deswegen also schreibt man das Verb allein. Nochmal, Hua Kataba, jedes Verb kann so konjugiert werden. Also ganz einfach, nicht wie deutsche Sprache. Also, und natürlich, das sind die normalen Verben. Es gibt auch schwache Verben oder starke Verben. Die haben besondere Regeln auch. Aber die kann man ganz einfach lernen, nicht so kompliziert. Also, Hua Kataba. Hier Katabat mit Sukun. Anta Katabta, also mit Fatha, gleiche Haraka hier. Anti Katabti, auch hier Kasra. Anna Katabtu, also mit Dhamma. Was besonders. Also Hua Kataba, hier Katabat, Anta Katabta, Anti Katabti. Anna Katabtu. Einfach. Ist so. Im Buch Katabar Dahaba Jalasa, also. Du kannst also dieses Teil wegmachen und andere Verb hinzufügen dann. Qala. Also Qala ist kein starkes Verb, also hat eine besondere Regel. Ne, Qala, Qaf, Alif, Lam. Qala ist so. Ne, sind drei. Qaf, Alif, Lam. Qala, Marra. Also Marra zum Beispiel. Man sieht also zwei Buchstaben. Aber das ist so verdoppelt. Marra vorbeigekommen. Marra. Aber diese Verdopplung, also das ist sozusagen Mimra, Ra. Marra. Aber Marra, Marra, man hat so, also ohne diese Verdopplung hat das eine Bedeutung von, also vorbeigekommen. Aber wenn das so kommt, es gibt so ein Verb auch, Marrara, das hat eine andere Bedeutung. Also zum Beispiel, er hat irgendwas auf dem Fließband laufen lassen. Oder so, aber mit Absicht. Also ich nehme dieses einen Stift oder so und auf einem Fließband oder durch eine Kontrolle gehen lassen oder laufen lassen, irgendwas sozusagen. Marrara, aber mit Absicht. Ich will es machen, sozusagen. Marrara, hua marrara. Aber Marra vorbeigekommen. Also Qala hat gesagt. Na, hier, qalat. Gleiche Sache. Ne, qala, also meinst du bei. Ja, also hier meinst du bei. Hier. Qala hat nicht. Diese Zahl hat nicht mit vorigen Teil zu tun. Nur hat die, also, entweder mit Personalpronomen was zu tun. Das ändert sich je nach Personalpronomen. Also hier hat man nur die Ta mit Sukun. Also die Ta mit Sukun. Und hier hat man die Ta mit Fatha. Und hier die Ta mit Kasra. Und bei Anna also die Ta mit Dhamma. Wenn ich das, also das Form von Hua habe, also Hua Kataba, also das ist die normale Form von Präteritum, oder Vergangenheit, dann kann man einfach dieses Verb vor diese Buchstabe schreiben und die Konjugation bekommen. Zum Beispiel
Das Verb, wie, was du gesagt hast, qala. Aber qala ist kein normales Verb. Das wird, also wir machen das später, schlage ich vor. Wir nehmen was anderes, gleich was im Buch ist. Also Zahaba. Zahaba ist gegangen. Zahaba, huwa. Huwa, Zahaba. Er ist gegangen. Hier, Zahabat, also einfach sozusagen zu verbinden. Anta, Zahabta. Also sozusagen komisch geschrieben. Aber das ist das Prinzip. Einfach das Verb vor diese Buchstaben schreiben. Also dieses Buchstaben hinter das Verb schreiben. Wenn du eine Form kennst, also mit Kataba zum Beispiel oder Fa'ala, Fa'ala ist das Beste. Also weil Ana fa'altu, Anta fa'alta, Anti fa'alti, Huwa fa'ala, Nahnu fa'alna und so weiter. Also man merkt das einfach. Nur dieses Verb vor diese Buchstaben schreiben. Also Anti, also diese Zahaba, wie gesagt, das ist das Wasen hier. Also dieses Wasen. Kaf mit Fa, Ta mit Ein, Ba mit Lam. Also Gleichgewicht. Und nur man hat dieses Ta am Ende geschrieben. Und dieses Ta ändert sich, also die Haraka von Ta, je nach die Personalpronomen. Ana katabtu, Ana dhahabtu zum Beispiel. Und so weiter. Also andere Verben wie Buch Jalasa. Jalasa. Hier Jalasat. Jalasa, also gesessen. Jalasa, sitzen. Ja, sitzen. Gesessen, oder? Ja. Also hier Jalasat, Jalasat, Anta, Jalasta, Jalasta, Anti, Jalasti, Jalasti, Ana, Jalastu. Jalastu. Und so weiter. Also hier noch ein Verb, Shakara. Shakara. Ich habe es andere Farbe. Hier Shakarat. Shakarat, Anta Shakarta, Anti Shakarti. Also Shakar die Anna Shakartu. Danken. Also Shakara danken. Hua Shakara. Also Hua Shakara, hier Shakarat. Anta shakarta, anti shakarti, ana shakartu. Ja, Shukran. Shukran ist als Master, heißt es, also die Nomen von den Nomen. Also im Buch gibt es einen Platz zu üben, wenn man das will. Das ist die Konjugation im Singularform, also. Im Singular, im Präteritum.
Hier gibt es eine Sache, also At-Ta'am wa Sharab, nur Wörter, so eine Tabelle. At-Ta'amu. Egal. Also At-Ta'amu, das Essen. Wasch-Sharabu und Trinken. Es gibt eine Tabelle, also was man am Frühstück, also bei Frühstück isst und Mittag, Al-Ghada. Und also Al-Asha oder was heißt es? Mittagessen und Abendessen, ja, ist Al-Fatur. Al-Fatur ist Frühstück. Nicht Al-Iftar, also es gibt Unterschied zwischen Fatur und Iftar. Fatur Frühstück, Al-Iftar ist Fastenbrechen am Abend. Also Al-Fatur. Al-Futuru, eine erste Liste, was man am Futur isst. Zum Beispiel Asal, Asalun. Ich schreibe die Vokalzeichen später. Zubdatun. Also das ist nur um Vokabeln zu lernen. Zubnatun. Also Asalun, Honig, Zubdatun, Butter. Jubnatun, Käse. Bayadun, Eier. Murabba. Das ist Neem. Murabba. Mrabba ist Marmelade, Khubz. Was ist Khubz? Genau, Khubz, Brot, Khubzon, Chai, muss das kennen, Tee, Kahwa, muss das kennen, also Kahwa, nicht, ja, genau. قهوة حليب حليب oder حليب oder لبن also man hat zwei Milch oder لبن was ist لبن يوغورت sozusagen und سكر سكر was ist سكر ja سكر. Also entweder die Araber hat also ich glaube, das ist umgekehrt. Also Zucker kommt von arabischer Sprache. Zucker. Zucker. Asalun, also Honig. Zubdatun, die Vokalzeichen. Zubdatun, Butter. Jubnatun. Käse, Baidun. Eier, Murabba. Murabba. Marmelade, Hubzun, Brot, Chayun, Chai, nach Chai, Tee, Kahwa, Kahwatun, Kaffee,
حليب ميلش حليب ميلش لبن يوغورت سكر أزود سكر ja also hocharabisch wird es also Halib ist ein neues Wort sozusagen Laban wird also für alle was man von Tiere bekommt Milchprodukte sozusagen ja natürlich nicht die Käse also Käse hat einen eigenen Namen Al-Fatur also das ist was man am Frühstück isst also ich meine, also hier steht Taam und Scharab, also Essen und Trinken. Das ist damit. Al-Ghada. Also Mittagessen. Al-Ghada'u. Also das ist nur ein Beispiel, also damit man diese Wörter lernt. Lachmon, was ist Lachm? Lachmajin. Fleisch, ja. Was sagt man für Fleisch also, auf Türkisch? Et, ach so. Nee. Also Lahmacun, das ist, das kommt halt von Arabisch, glaube ich. Also Lahm ist Fleisch. Arrozun. Arrozun. Arrozun ist Reis. Batata. Also Potato. Das ist kein arabisches Wort. Kartoffeln. Batata. Also das ist da. Samakon, was ist Samak? Meer, Fisch. Also das hat mit Meer zu tun, also Fluss. Also Samakon, Fisch. Hasaon. Hasaun, also das ist die hocharabisches Wort. Jetzt hat man so ein anderes Wort geschrieben oder gehabt. Shoraba, Shoraba. Chorba oder Suppe. Ja. Hasaun, also Hasa ist Suppe. Also Shoraba, das ist ein neues Wort. Ich glaube, das ist kein richtiges Wort, also so hocharabisches Wort, Shoraba. Auch Salataton. Salataton kein auch arabisches Wort. Also ich glaube, die haben früher keinen Salat gemacht, einfach essen. Also Lahmun, Fleisch, Arrozun, Arrozun, Reis, Batata, Kartoffel, Samakun, Fisch, Hasaun, Suppe oder Shorabaton? Shorabaton. Suppe. Salata, also Salat. Salataton. Salat. Am Abend, also Abendessen, Al-Asha heißt es. Al-Asha, nicht Al-Isha. Es gibt Unterschied, also. Nur ein Vokalzeichen, dann hat man was anderes. Al, ach, also Al-Asha, also wenn man Al-Isha hat, dann hat man das Abendsgebet, also Nachtgebet, Al-Isha. Also hier steht also nur wie gesagt, es kann unterschiedlich sein. Zaytunun. Oliven. Banadora heißt es. Also Banadora ist kein arabisches Wort sozusagen. Man hat ein anderes
Tomaten, also Tomaten. Es gibt auch Banadora oder Tomaten. Also Tomaten. Beide heißen Bandora, Also also Tomaten. Chiar. Chiarun. Also das ist ja Chiarun, Gurke. auf Türkisch auch. Maun, also Maun Wasser. Ah, Sei, also diese Buchstaben sind zusammen. Nicht. Zaytunun banaduratun zwei Punkte. Also Zaytunen, Oliven, Banaduratun, Tomaten oder Tomaten, also Tomatimun, Chiarun ist Gurke und Maun, also Wasser. Man kann auch viele Sachen schreiben dazu. Also, das ist nur ein Wortschatz sozusagen. Ab jetzt also sehe ich im Buch, also man hat viele Wörter. Wir machen noch eine kleine Sache. Al-Fa'l-Madi, also noch ein Verb, aber in zwei Formen, also in zweige Form, Muthanna. Wenn zwei Personen sind, was schreibt man beim, also Al-Fa'l-Madi? Das gleiche Verb, also nehmen wir Kataba. Also Kataba. Kataba. Wie gesagt, in Muthanna, zwei Form. Also x2. Singular haben wir Hua geschrieben. Das ist Singular, Mufrad. Singular. Also Hua wird in zwei Form zu Homa. Also x2. Und ich schreibe das in der Mitte, also hier. Ne, hier. Auch wird zu Homa. Das haben wir schon gehabt. Also hier wird auch zu Homa. Ich habe die Vokalzeichen später. Anta, also im Singular, Anta wird zu Antuma. Und Anti, also mit Kasra. Auch wird zu Antuma. Aber das ist, hier hat der, also der Schreiber hier Anna auch geschrieben, aber Anna gibt es keinen Zweifel, hat der Mehrheit genommen. Nachnu. Also Anna. Nachnu. Also Nachnu ist Plural, kein Zweifel. Die Vokalzeichen Hua, Huma, hier, Huma, Anta, Antuma, Anti, Antuma, Anna, Nach, also diese, das ist eine H.
Nachnu. Also nachnu, wie gesagt, wir. Also keine zwei Form. Zweige Form. Das Verb, also kataba, huwa, kataba, wir, huma, huma, kataba. Also man addiert nur ein Alif, also diese Alif am Ende des Verbs. Huma. Kataba. Also Kataba. Man hat nur dieses Alif am Ende geschrieben. Also wie Kataba, weil das Alif ist, also keine Fatha. Huma Kataba. Kataba. Huma Kataba. Und weil das vor Alif auch ein Fatha ist, also wird es lang gesprochen. Qala, sagt man. Qala, nicht Qala. Hier katabat, sagt man, also im Zweifel. Katabata, nicht kataba, katabata, also hier. Kat. Also hier hat man noch ein Ta geschrieben. Das ist der Unterschied zwischen لسه في وقت. هما كتبتا, also man hat hier nur diese Ta und Alif zusammen, also sieht man nicht ganz richtig, also hier كتبتا. أنت كتبتا wird zur أنتما كتبتما. Also der Unterschied, also bei Huma, die sind gleich viel, also von außen sind sie gleich, aber wenn die Frauen sind, also weiblich sind, dann hat man diese Ta und Alif geschrieben. Bei männlich, also nur Alif geschrieben, bei weiblich Ta und Alif. Bei Anta ist also einfach, also hier. Nur ein Punkt, Kataba. Antuma, also sagt man Anta Katabta, Antuma Katabtuma. Antuma Katabtuma. Die Ta und Mim und Alif. Antuma Katabtuma, also diese Endung hier. Anta. Also diese drei Buchstaben, also Ta, Mim und Alif. Anta, Katabta, Antuma, Antuma, Katabtuma. Beim Anti, also weiblich, ändert sich gar nichts. Man schreibt die gleich wie oben, also wie bei Anta. Also Ta, Mim und also Alif. Katab, Katab, Tu, Ma. Katab, Tu, Ma. Also huma kataba ta huma kataba. Gut.
كتبت مع باي نحن also wir Mehrheit نحن كتبنا einfacher كتبنا man hat diese Nun und Alif dazu geschrieben also Nun und Alif كتبنا نحن كتبنا also hier bei Huma nur ein Alif bei hier katabata also ta und Alif bei Antuma männlich und weiblich also die ta mim Alif anti auch wie gesagt weiblich Antuma also hier kann man nicht zwischen Antuma die männliche Form und weibliche Form nicht unterscheiden Anna ich nahnu wir katabna hat man nur diese Nun und Alif dazu geschrieben also nochmal Huma kataba sie beiden haben geschrieben Huma Ketabata, also sie, die zwei Frauen, beiden haben geschrieben. Antuma, ihr beide habt geschrieben. Ketabtuma. Antuma, Ketabtuma, auch ihr zwei Frauen oder zwei weibliche von Ketabtuma. Nahnu, wir, Ketabna, haben geschrieben. Es gibt auch, wie gesagt, man tut nur dieses Buchstaben am Ende des Wortes, dann hat man das bekommen, also das richtig geschrieben. Dhahaba Dhahaba ich schreibe das zusammen unter Dhahaba Dhahaba أنتما also هما ذهبا هما zwei Frauen ذهبتا 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 أنت أنتما also ذهبتما also ich schreibe das in der Mitte weil das gleich ist ذهبتما تاء ميم ألف ذهبتما also das gilt für die beiden نحن ذهبنا also nur diese nun alif نحن ذهبنا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهب ما ذهبتما نحن ذهبنا أنتما ذهبتما also gleich wie شربا هما شربا هما شربتا أنتما شربتما أنتما شربتما ونحن شربنا auch جلسا هما جلسا أنتما هما جلستا أنتما جلستما نحن جلسنا شكرا كان سوداس مهن also oben شكرا Nee, ohne Bär. Also Antuma. Chakartuma. Also diese Teil hat einen Bombe. Hier Fatha. Chakartuma.
Also gleich, nachnu, also nur Nun Alif, ohne Ta. Shakarna, ja, genau. Man muss halt nur ein bisschen üben zu Hause. Es gibt auch, wie gesagt, nur Wörter, Seite 278, 279. Nur diese Wörter nehmen wir und dann, das reicht für heute. Al-Fakiha, Obst. Al-Fakiha, du. Tufahatun. Tufahatun ist, ja, also Fakiha, das ist alle sind Obst. Also das sind nur die Namen von Obst, verschiedene Sorten. Tufahatun. Also hier hat man auch Mehrheit geschrieben. Tufahatun, das ist Apfel, ein Apfel. Tufahun, also die Mehrheit. Mensch. Tufahatun. Tufahun. Also Apfel. Ein Apfel. Äpfel, sagt man. Also Mehrheit Äpfel. Noch eine. Portokalatun. Also mit Tamar Bota. Und die Mehrheit Portokalatun ohne diese Ta-Marbuta, ohne diese gebundene Ta. Portokalun. Also Tufahatun. Tufahun. Portokalatun. Portokalun. Was ist Portokalun? Ja. Also Portokalatun, Portokalum. Noch andere Sorten. Mausatun. Also Mausatun. Das ist gleich wie Türkisch. Maus. Banane. Mausatun, eine Banane. Also wenn das mit Marbuta beendet, dann heißt es dass das Singular ist. Mausatun, Mausun, Mehrheit Mausun, Bananen. Mausatun, Mausun, Banane. Also Tinatun. Tinatun, was heißt Tinatun? Die Feige, also die Feige. Die Mehrheit Tinon, also ohne diese gebundene Ta. Tinon. Tinatun. Tinon, also Feige, Feigen. Karazatun. Was ist Karazatun? Ja. Eine Kirsche, sozusagen. Karazon. Die Mehrheit ist Karazon. Also, Vokalzeichen. Karazatun. Karazon. Romanatun. Eine Granatapfel, also ein Granatapfel. Romanatun.
Die Mehrheit ist Rumänen, also ohne diese gebundene T, Rumänen. Rumänen. Was noch? Batichaton. Die Mehrheit, also Batichaton, Batti, hier ist nur noch ein Ja. Batichon, also Batichaton, Batichon, Wassermelone, Batichon, oder die Melone. Einabaton, aber ich weiß nicht, ob das, ja, kann sein, das richtig ist. Einabon, also Einabaton, Einabon, Einabaton, also Trauben, ein Stück Trauben, eine Traube sozusagen, die Traube, Einabaton. Trauben, was noch? Ejasaton. Ejasaton, Ejason. Ejasaton, Ejason. Birne, die Birne. Das sind also die Obst. Ich lese das nochmal. Tufahatun, ein Apfel. Tufahun, die Mehrheit. Portokalatun, Orange. Portokalon, Orangen. Mausatun, Banane. Mauson, Bananen. Tinatun, Feige. Tinon, Feigen. Karasaton, Kirsche, Karason, Kirschen, Romanaton, Granatapfel, eine Granatapfel sozusagen, Romanon, Granatäpfel, Batichaton, Melone, Batichon, Melonen, Einabaton, Traube, Einabon, Trauben, und Ejasaton, Birne, Ejason, Birnen. Jetzt nennen wir ein paar, also Gemüse, Al-Khudratu. Also Al-Khudratu kommt von Akhdar. Akhdar ist die Farbe grün. Alles, was sozusagen grün ist, heißt es Khodra, sozusagen. Man hat also Al-Jazaru. Al-Jazaru, was ist Al-Jazaru? Gesar sagt man auf Karotten. Kenne ich nicht. Al-Jazaru. Also Al-Jazaru, hier hat man nur also keine Mehrheit geschrieben. Al-Jazaro, Karotten. Ich schreibe die Vokalzeichen später. Al-Basalo. Al-Basalo. Al-Basalo ist Zwiebel. Al-Thawmu, Knoblauch. Al-Thawmu, also das ist die Meme.
Was noch? Al-Badinjan. Also Al-Badinjan, Aubergine. Al-Kusa, Zucchini. Al-Kusa, Zucchini. Al-Sabanich. Al-Sabanich. Was kann das sein? Al-Sabanich. Spinat. Klingt fast ähnlich als Sabanich. Al-Fasulia, das musst du kennen. Fasulia. Bohnen, ja. Al-Banadora haben wir schon gehabt. Was ist das? Al-Banadora. Al-Banadora Tomaten. Al-Khiyar. Ein Punkt. Khiyar. Gurken. Al-Bamia. Ich weiß nicht, was das heißt. Guck mal hier. Okra Schote. Ist so? Ja? Bami, auf Deutsch kennst du nicht? Also hier steht Okra Schote. Vorletzte. Al-Bami, auf jeden Fall. Al-Malfouf. Was ist Al-Malfouf eigentlich? Also Al-Malfouf, Weißkohl. Malfouf. Die Vokalzeichen und nochmal die Bedeutung. Also Al-Qudratu, Gemüse. Al-Jazaru. Al-Basalu, Al-Thawmu, Al-Badhinjanu, Al-Kusa, Al-Sabanihu, also hier, das gehört zu Al-Sabanihu, also Spinate. Kusa, Zucchini, Badinjan, Aubergine, Al-Basalo, Al-Jazaro, Karotte, Al-Basalo, Zwiebeln, Al-Thaum, Knoblauch, Al-Fasulia, Bohnen, Al-Fasulia, Bohnen, Al-Banadora, Al-Banadoratu, Tomaten, Al-Khiyaru, Gurke, Al-Bamia, Al-Bamia, Okra-Schote, Al-Malfuf, Al-Malfufu, also Weißkohl, der Weißkohl. Ich glaube, das reicht für heute. Nächste Woche machen wir weiter mit Spräteritum, also in Mehrheitform, also Pluralform. Dann haben wir auch nochmal viele Wörter. Wir haben heute bis Seite 279 gemacht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.